Ich habe mich verliebt, aber deswegen bin ich doch kein anderer Mensch. Ich verstehe dich nicht. Du bist mir fremd. Ja, dann ist es wohl das Beste, ich gehe. Du kannst mir nicht drohen. Glaubst du etwa, ich bin alleine hier? Das bin ich auch nicht. Du gehst nirgendwo mehr hin. Tussi wird sauer. Wie süß. Fick dich. An deiner Stelle würde ich lieber die Klappe halten. Hey, komm, lass sie. Hat dich irgendjemand gefragt? Hör mir mal gut zu, du kleine Schlampe. Niemand verrät dir meinen Namen. Und wenn ich mit dir fertig bin, dann wird sie garantiert auch nicht mehr wissen wollen. Lass sie sofort los! Du wirst deinen Namen gleich selbst nicht mehr wissen. Hey, komm, wir kriegen das schon wieder hin. Meinetwegen ist Jens tot. Meine Ehe ist kaputt. Papa hasst mich. Alle hassen mich. Und ich weiß nicht, wohin. Matthias hasst dich nicht, ganz im Gegenteil. Er muss den Schock nur erstmal verdauen. Aber er hasst Ansgar. Ja, ich auch. Und ich kann verstehen, dass Matthias ausrastet, wenn er nur seinen Namen hört. Aber trotzdem, dein Vater ist ja nicht dumm. Er weiß doch auch, dass man seine Gefühle manchmal einfach nicht kontrollieren kann. Aber nicht bei Ansgar. Er wird mir das nie verzeihen. Gib ihm eine Chance, red mit ihm. Ja, aber er wird ausrasten. Ich sorg schon dafür, dass er das nicht machen wird. Komm, Julia. Komm zu uns. Na, wie gefällt dir das? Hast ja noch mal Schwein gehabt. Halt bloß dein Maul sonst. Los. Ja, und deshalb würde ich mich gerne um Lydia kümmern. Kannst du vielleicht Christina übernehmen? Christina? Klar, bin schon unterwegs. Was ist mit dem Kaffee? Ich habe keine Zeit. Kann ich dir mitnehmen? Na klar. Schöne Grüße an Christina. Ja, das mache ich. Danke. Okay. Ja, da hat sie ja ganz schön angetan, was? Wieso? Das, wie du guckst, warst schon verliebt. Ja, das ist ja auch eine Süße. Ja. Machst du mir bitte einen Latte mit ganz, 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 ganz viel Zucker? Für die Nerven. Ich hab schon gelesen. Arme, bei euch ist zurzeit ja echt immer was los. Gibst du mich gar nicht mehr nach Hause. Die Stimmung ist da echt, boah, na egal. Was ist eigentlich mit Andi? Ich wollte gleich zu ihm, kommst du mit? Klar, jetzt gleich. Ja, ich muss nur noch die Latte machen. Ja, und ich ihn trinken. Hallo, ich bin wieder da. Christian! Ja, komm her! Hey. Cool. Hey! Ja. Natalie. Oh, hallo Arno. Wie geht es dir? Gut, lange danke. Nicht gesehen. Ja. Wie geht's dir? Lydia? Matthias? Ja? Lydia ist da. Ich seh's. Ich mach das. Ich würde gerne mit... Komm mal her.
Das vorhin, das war nicht okay von mir. Bitte entschuldige. Egal, was passiert. Ich werde immer zu dir stehen. Danke. Gregor und Luise haben Besuch von Luises Verwandtschaft bekommen und da habe ich lieber die Wiege gemacht. Und die Zwillinge? Naja, die sind schon süß. Unfassbar, die sind so winzig und trotzdem so. Und wenn sie dann deine Hand festhalten mit ihren klitzekleinen Fingern und dich dann mit ihren großen Augen angucken, das haut dich schon um. Achso, hier. Tada. Oh. So was will ich auch. Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Ist nicht nötig. Bist du sicher? Ja. Kommen Sie mal bitte mit. Du weißt, dass wir jetzt den Namen von deinem Kumpel brauchen. Ja, wir haben die Jungs. Er hat Jonas umgebracht. Willst du, dass er noch jemanden... Ach, lass mich doch in Ruhe! Wenn er erstmal im Gefängnis sitzt, wird dir nichts mehr passieren. Und was mit den anderen? Die finden mich die doch, oder? Die gehen entweder mit hoch oder sie müssen untertauchen. Überleg doch mal. Auch wenn du jetzt keine Aussage machst, wird dein Kumpel glauben, du hättest geredet. Du bist eine Gefahr für ihn. Dir ist doch wohl klar, was das für dich bedeutet. Schon allein deswegen sollst du dafür sorgen, dass wir ihn finden. Lass mich. Darius Allmann. Was? Er heißt Darius Allmann. Aber von mir habt ihr das nicht. Das ist bestimmt alles von ihm ausgegangen. Hm? Du bist auf Ansgar ja auch reingefallen. Leider. Oh, jetzt hat Arno den Teddy vergessen. Ich kümmere mich dann drum. Ansgar hat doch angefangen, oder? Ach, Papa, es ist einfach passiert. Und Sebastian? Liebst du ihn noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. In letzter Zeit war der ja auch nicht sehr glücklich, hm? Nein. Naja. Vielleicht ist es auch besser so. Meinst du? Unter diesen Gesichtspunkten kann ich die Geschichte ein bisschen verstehen. Ja? Ja, du. Du bist verheiratet mit Sebastian von Lahnstein, einem sehr erfolgreichen Anwalt, der viel zu tun hat, sehr viel zu tun hat. Du hast gesucht nach einem Grund, um dich von Sebastian zu lösen. Nur darum ging's. Es hätte auch jemand anderes sein können als Ansgar. Oder? Lydia, tu mir das nicht an. Sag mir nicht, dass du ernsthaft in Ansgar verliebt bist. Es ist doch bestimmt nicht einfach, für Schwule an ein Kind zu kommen. Keine Ahnung, so lange sind wir jetzt auch noch nicht im Thema drin. Naja, ein Vorteil hat es. Keine Wehen, keine neunmonatigen Hormonschwankungen. Und egal, was es wird, kein Rosa. Kein Rosa. Wenn das eure einzige Sorge ist. Wieso? Naja, Christina mal für eine Stunde zu bespaßen, ist ja schön und gut, aber rund um die Uhr, Tag und Nacht? Du musst es ja wissen. Ärger? Im Gegenteil. Ja, die zwei werden Eltern. Echt? Man sieht aber noch nichts, oder? Na ja, guck mal hier. Ehrlich, ich bin so froh, dass du uns den Namen von diesem Typen verraten hast. Das hätte ich dir, ich meine, ihnen gar nicht zugetraut. Du bist schon okay. Was denn, dass ich mich entschuldige? Nein, dass du fick dich sagst. Du hast bitte was? Ich habe zu meiner Punkzeit noch ganz andere Sachen gesagt. Nee, das glaube ich nicht. Fakt ist, dass das die einzige Sprache ist, die diese Typen verstehen.
Habt ihr Durst? Ja. Hier. Lass nur, ich mach das schon. Danke. Vielleicht sollten wir doch einen Arzt rufen, nicht, dass du eine Rippe gebrochen hast. Lass uns lieber um den neuen Freund hier kümmern. Ich komm schon klar. Ja, das sehe ich. Was ist eigentlich mit deinen Eltern? Was soll mit denen sein? Naja, vermissen die dich gar nicht? Verstehe. Am besten, du bleibst erstmal hier. Was dachtest du denn, warum wir dich hierher gebracht haben? Hier bist du auf jeden Fall in Sicherheit, bis dieser Darius im Gefängnis ist. Wenn doch jemand kommt, schieße ich Beweis, wo das oder was? Du kannst gerne so lange bleiben, wie du willst. Aber die bitte nicht anfassen, okay? Schon gut. Also, was ist? Heißt das, du bleibst? Jetzt mal im Ernst. Bist du wirklich ein Kind? Ja, ich will. Und das, was Rebecca da vorhin angedeutet hatte, so. Von wegen, wir könnten ja auch, also. Mit einer Frau und so. Auf gar keinen Fall. Wir adoptieren. Natürlich wäre es schöner, wenn es so richtig von einem von uns wäre, aber. Mit dem Thema Frauen bin ich durch. Ich auch. Also adoptieren. Wann? Sofort? Sofort. Lass uns doch noch einen Kaffee trinken. Arno müsste jeden Moment mit der Kleinen auftauchen. Es geht nicht nur um den Teddy, stimmt's? Nein. Ich wollte mit dir nicht vor Matthias über Ansgar reden. Und darüber, dass du in ihn verliebt bist. Ich bin nicht in Ansgar verliebt. Es ist aber so angekommen. Lydia, ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich. Ansgar ist ein manipulatives Arschloch. Ich weiß, dass er auch gute Seiten hat. Hey, jetzt lass mich doch mal ausreden. Vielleicht ist ja einfach nicht klar, wie schlecht er wirklich ist. Aber sieh mich an. Durch ihn bin ich zur Alkoholikerin geworden. Natalie, bitte. Ja. Nein! Und das ist nicht das Einzige, was er mir angetan hat. Was er mir und deinem Vater angetan hat. Ben würde heute noch leben, wenn er... Trotzdem fasziniert er dich. Aber kannst du dir ernsthaft eine Zukunft mit so einem Mann vorstellen? Besuch für Sie. Es ist Herr Brandner. Wenn Sie meiner Tochter noch einmal zu nahe kommen, dann mache ich Sie fertig. Soll ich den Sicherheitsdienst rufen, Graf Lahnstein? Nein, nein, schon gut, Justus. Er wird sich schon benehmen. Kann charmant sein und aufregend, das stimmt. Glaub mir, ich bin die Letzte, die dich verurteilt. Ich bin selbst lang genug auf Ansgar reingefallen. Aber was ist, wenn er genug von dir hat? Er wird dich demütigen, er wird dich wie den letzten Dreck behandeln. Das hat er bis jetzt mit jeder Frau so gemacht. Was kann ich euch bringen? Im Moment nichts, danke. Diesem Menschen habe ich die schlimmsten Momente meines Lebens zu verdanken. Und ich würde er auch zerstören. Und es genießen. Ansgar von Lahnstein ändert sich nie. Ihre Tochter hat mich verändert. Hören Sie auf. Ich liebe Sie. Finden Sie sich damit ab? Sie finden das Wort Liebe doch nicht mal im Lexikon. Es ist mir ernst, sehr ernst. Mir auch? Hören Sie, ich kann Sie ja verstehen. Ich bin auch Vater, aber Fakt ist nun mal, ich liebe Lydia. Und es ist mir scheißegal, was Sie davon halten. So ein Pech aber auch. Denn meine Tochter wird niemals so ein Arschloch wie Sie lieben. Danke, Justus.
Ach, und gäbe es die Möglichkeit, dass wir noch eine Kleinigkeit zu essen bekommen? Es ist noch Huhn im Eisschrank. Huhn ist super, das nehmen wir gleich mit in die Orangerie. Wie Sie meinen. Siehst du dich schon mal aus? Sagen Sie mal, Sie können doch nicht so einfach hier durch das Schloss spazieren. Der Eingang ist dort. Merken Sie sich das fürs nächste Mal. Entschuldigen Sie, Comtesse, das sind die Bauarbeiter für die Kellergewölbe. Ja, ich weiß schon, der Schwamm im Südflügel. Wir gehen rüber. Glaubst du, Oskar hat keine Eltern mehr? Ich weiß nicht, aber es scheint nicht so, als wäre da jemand, der sich wirklich für ihn interessiert. Auf jeden Fall sind wir wohl die Ersten, die sich seit langem wieder um ihn kümmern. Außer seine Gang natürlich, aber die hat er jetzt auch nicht mehr. Tut das weh? Nein. Also von außen kann man nicht wirklich was erkennen. Das sollte wirklich geröntgt werden. Es ist nur eine Prellung, mehr nicht. Du bist ein richtiger Held, was? Klar, hast du doch gesehen. Also wenn ich dich so anschaue, ich will gar nicht wissen, was Darius mit Oskar macht, wenn er ihn findet. Das wird er nicht. Hier ist er sicher. So, und jetzt lass uns Oskar lieber das Essen bringen. Moment, Moment. Jetzt kommt erst der Teil, wo du beweisen kannst, dass du wirklich so tapfer bist, wie du tust. Und? Wie sieht's aus? Ach komm, dass es nicht einfach wird, war doch klar. Also, auf einen Nenner gebracht. In Deutschland gibt es anscheinend nur eine Handvoll Adoptivkinder. Und die bekommen erstmal Vater und Mutti. Na super. Und sonst? Ja, wenn wir vielleicht Madonna wären, dann wäre es einfacher, oder? Wie viele Kinder hat die adoptiert? 1, 2, 3, 4, 5? Wir sind aber nicht Madonna. Wir können ja noch nicht mal richtig singen. Naja. Nicht das einzige schwule Pärchen, was in Deutschland ein Kind will. Stimmt. Kennst du noch eins? Nö. Aber wir können uns kennenlernen. Online, virtuell, in irgendeinem Chat oder so. Hm? Eine gute Idee. Sorry. Lydia. Papa. Da waren wir wohl beide mit den Gedanken woanders. Ja, ich war gerade auf dem Weg zur Baustelle. Hat Christina ihren Teddy wieder? Ja. Gut. Und sonst? Also, wenn ich ehrlich bin, ich will zu Ansgar. Du wirst ihm sagen, dass er dich in Ruhe lassen soll? Nein, ich will noch mal mit ihm reden. Lydia, lass die Finger von diesem Kerl. Der ist besessen von dir. Ach ja, und woher willst du das wissen? Er tut dir nicht gut, verdammt noch mal. Das mit euch beiden, das ist doch absurd. Du weißt, was er uns angetan hat. Ja, ich weiß. Oskar? Sie haben ihn gefunden. Das kann nicht sein. Kein Mensch wusste, dass er hier war. Na, vielen Dank, Oskar. Was denn, du denkst? Das glaube ich nicht. Natürlich, was denn sonst? Meine Tasche. Fehlt was? Nein, alles noch da. Die Stiftungsunterlagen haben ihn auch nicht interessiert. Damit kann er ja auch nichts anfangen. Gott sei Dank haben wir keine wertvollen Sachen hier. Und die Möbel, die konnte er ja schlecht mitschleppen. Oh nein. Meine Kamera! Ist doch
doch nett, dass Markus und Paul sich melden, sobald sie die Adoptionsunterlagen gefunden haben. Ich gehe schon. Oh, ihr seid nicht Markus und Paul. Nein. Herr Brandner, Christina und ich. Und was wollt ihr? Ja, vielleicht reinkommen. Also, klar. Kommt rein. Wollt ihr was trinken? Kaffee, Milch, alles? Nein, danke. Wir haben gedacht, dass wir einfach... Also, wir haben schon alles mit Matthias abgeklärt. Ihr würdet sie heute bei euch behalten. Wen? Na, Christina. Warum? Wie hier? Ja, also, Herr Brandner ist was dazwischen gekommen. Er muss jetzt zur Uni. Kann ich auf sie aufpassen? Ja, sozusagen ein Notfall. Und ich habe gehört, ihr wart schon mal sehr erfolgreich mit der Kleinen. Ja, und wenn ihr nichts dagegen habt, würde sie heute Nacht auch noch hier bleiben. Ja, dann könnt ihr schon mal testen, wie es so ist mit einem Baby. Und ihr habt Glück, dass sie heute ihren Teddy dabei hat. Ohne ihn wäre sie eine sehr süße, kleine und sehr laute Heulbohne. Meine Freunde, alle hassen dich. Keiner würde das mit uns akzeptieren. Ja, aber sie wird noch sehen, dass ich dich liebe und dass du mich liebst und dass wir glücklich sind. Keiner deiner Freunde würde dir doch dein Glück zerstören wollen, oder? Nein, sie würden uns nicht zerstören, aber alle würden sich von uns abwenden. Ist mir egal, damit komme ich klar und du auch. Gemeinsam können wir alles schaffen. Es tut mir leid. Ich kann das nicht.